Ja, das Meer bedeutet für mich einfach Freiheit, glaube ich. Das ist der Ort, den ich naturmäßig am meisten genießen kann. Das ist den Horizont zu sehen und einfach das Meer zu sehen, die verschiedenen Farben, die Bewegung vom Wasser, die Wellen. Ich glaube, dieses Endlose gepaart mit der Bewegung, das ist einfach, was in mir Freiheit hervorruft. Michael Baldauf lebt und arbeitet seit 4 Jahren in Costa Rica. Im Ausland zu leben ist ihm nicht fremd. Bereits als 4-Jähriger machte er seine ersten Erfahrungen mit fremden Kulturen. Seine Eltern arbeiteten damals als Missionare in Peru. Micha und seine 4 Brüder waren mit im Gepäck. Seit 2011 ist sein neues Zuhause Tamarindo in Costa Rica. Der kleine, aber sehr beliebte Tourismusort liegt direkt am Pazifischen Ozean. Viele Freunde sagen ja, dass ich hier im Paradies leben würde. Und also naturmäßig ist das ein Paradies. Aber die Gefahr in Tamarindo, die ich hier immer sehe, ist, dass du innerhalb von ein paar Stunden dein Leben ganz schön in den Sand setzen kannst. Diebstahl, Drogenhandel, Prostitution. Viele Touristen bleiben nur ein paar Tage und kriegen von den dunklen Seiten Tamarindos nicht viel mit. Wer hier länger wohnt, weiß oft mehr, als gut ist. Es gibt zum Beispiel hier so eine Gruppe, wo regelmäßig die aktuellen Crimes der Stadt aufgelistet werden. So, hier kann man zum Beispiel Fotos sehen von Einbrüchen, von Leuten, die irgendwo was geklaut haben, Supermärkte, ne? Aber auch wenn zum Beispiel Drogensachen sind in Tamarindo, zum Beispiel suchen sie, die Polizei sucht den Typ hier. Gerade an Kindern und Jugendlichen gehen diese Probleme nicht spurlos vorbei. Viele wachsen in Problemvierteln auf. Micha will ihnen durch verschiedene soziale Projekte helfen, eine Perspektive für ihr Leben zu bekommen. Costa Rica. Das kleine Land in Mittelamerika ist bekannt durch seine traumhaften Landschaften und seine einmalige Tier- und Pflanzenwelt. Weiße Strände mit hervorragenden Surfbedingungen locken viele Surfer an die Ozeane. Der Pazifik im Westen, die Karibik im Osten. Nirgends braucht man länger als 3 Stunden, um zum Meer zu kommen. Das alles war für Luis bisher nur ein Traum. Für den 14-Jährigen ist heute sein erster Tag am Meer. Denn normalerweise lebt er in Costa Ricas Hauptstadt San José. El lugar donde yo vivo es balas, muertes. Es un barrio muy conflictivo. Comparado aquí es como que me siento libre. Micha hat Luis und seine Freunde eingeladen, aus ihrem Umfeld herauszukommen und Wellensurfen zu lernen. Wellen, die Mut kosten und Hoffnung bringen. Para mí lo más difícil en el surfing es tratar de levantarme, de ponerme de pie, porque uno se pierde el equilibrio y a veces cae y si usted lo logra, se siente bien. Die Erfahrung, mit denen diese Kids nach Hause gehen, ist grundsätzlich erstmal Freude, weil die Kids in dieser kurzen Zeit gelernt haben, Ängste zu überwinden, eigene Hindernisse, eigene Barrieren auch zu überwinden, auch an sich selbst zu glauben, dass ja, dass sie es schaffen können. Dass es Leute gibt, die sie motivieren, zu sagen, hey, auch wenn ihr fallt, ihr könnt es schaffen. Und dein Wert liegt nicht an dem, dass du jetzt gut surfst oder nicht, sondern dein Wert liegt daran, dass du es einfach weiter versuchst. Und wir unterstützen dich dabei, egal ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du arm bist oder reich bist. Einfach diese Akzeptanz, die sie erleben können, das ist für sie eine ganz neue Erfahrung. Und ich glaube, dass das Selbstbewusstsein dieser Kids nach so einer Zeit einfach viel, viel größer ist und dass sie mit einer ganz neuen Perspektive an Sachen herangehen, als sie es gewohnt waren. Ein guter Freund von Micha ist Marvin Perez. Er ist einer der wenigen offiziellen Rettungsschwimmer in Costa Rica. Marvin hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass sich daran etwas ändert. Deswegen nimmt er sich Zeit für Luis und seine Freunde. Er erklärt ihnen, wie sie sich im Meer richtig verhalten, Strömungen beachten und wichtige Zeichen erkennen. Seine Meinung, jeder Surfer kann auch Lebensretter sein.
Surfen bedeutet einfach, viele Herausforderungen auch anzunehmen, sich in einem neuen Umfeld zu bewegen, das man nicht beeinflussen kann, ja, sich wehtut, dass man demotiviert ist, weil man einfach denkt, man kann es nicht schaffen, man wird es nicht schaffen, weil alles wackelt, man bewegt sich ja wirklich im Wasser und man steht halt nicht auf festem Grund. Und man muss sich halt daran gewöhnen und man muss es akzeptieren und annehmen und man muss lernen, es zu nutzen und nicht daran zu scheitern. Eine andere Art von Herausforderung wartet in San Jose. In der 1,3 Millionen Metropole wohnt ein Viertel der Landesbevölkerung. In Slums und Ghettos sind Drogen, Gewalt und Morde an der Tagesordnung. Gerade Jugendliche haben damit zu kämpfen. Sales de tu casa y ves que venden droga a los 5 metros de tu puerta. No puedes salir en la noche porque hay peligro de una balacera. Y crecer en un medio como estos es duro. Chino ist Sportlehrer und Skater. Er kennt die Probleme der Jugendlichen aus eigener Erfahrung. Deswegen ist er Teil des mobilen Skateboard-Projektes Skatemobil. Chino, Micha und ihr Team wollen für die Jugendlichen in San Jose da sein, Zeit mit ihnen verbringen und zuhören. Nirgends geht dies leichter als beim gemeinsamen Skaten in San Jose. The goal of Skatemobil is to give all skaters in Costa Rica the opportunity to be a part of a skate community and also understand how God fits into that community as well. Für viele Jugendliche ist Skateboarden eine Flucht vor den Problemen in ihren Vierteln. Aber auch beim Skaten gibt es oft Stress. Fehlende Möglichkeiten zum Skaten und Ärger mit der Polizei sind Alltag. Das Team von Skatemobil will deshalb flexibel an verschiedenen Orten für sie da sein. Del esquí nos protege, ¿no? De no ir a las drogas, de no robar. Si realmente no patinar, no sé qué haría. Zurück in Tamarindo. Früh am Morgen sind Micha und Andy auf dem Weg zum Playa Grande, um zu surfen. Die beiden kennen sich schon lange und sind beste Freunde. Beim Surfen genießen sie die gemeinsame Zeit. Die Risiken beim Surfen sind ihnen bewusst. Haie, Stürze und gefährliche Strömungen. Deshalb surfen sie oft zu zweit, um sicherer zu sein. Jedes Jahr gehen in Tamarindo tausende Touristen ein und aus. Sicherheit geben hier gute Freunde. Dienstags wird es deswegen persönlich. Micha, Andy, Maurer und andere treffen sich im Hostel Bahia Paraiso zur Tama-Time. Micha ist Initiator und Leiter der Gruppe. Ich glaube, dass es so Orte wie hier, so eine Möglichkeit wie hier kaum gibt, wo man persönlich werden kann in Tamarindo. Also es ist viel, dass man sich kennt, sich grüßt, Hallo und Tschüss sagt, aber man relativ wenig über die Leute weiß, über die Situation. Und ich glaube, dass das ein Punkt sein kann, wo Menschen tiefer gehen können, wo Menschen einfach ehrlich sein können, wo Menschen ehrlich miteinander umgehen können und offen sein dürfen. Die internationale Gruppe redet auch über Gott und ihren Glauben. Maura ist Besitzerin des Hostels. No solamente de estar con mis amigos, sino que alguien viniera como líder, como Micha, a poder guiar una charla donde no podemos preguntar, donde no se nos da tiempo para contar nuestras experiencias o sacarnos nuestras dudas. Y para mí es muy importante para el aprendizaje y poder desarrollarnos como personas. In der Surfszene gibt es ein berühmtes Zitat und zwar: Kannst du die Wellen nicht stoppen, aber du kannst sie lernen zu surfen. Und genau das ist, was wir den Kindern und Jugendlichen mitgeben wollen. Wir können die Probleme, die Schwierigkeiten, die auf sie zukommen, nicht verhindern. Wir können sie nicht stoppen. Aber wir können ihnen Werkzeuge an die Hand geben, Mittel an die Hand geben, mit denen sie diese Probleme und diese Schwierigkeiten surfen können.